Leute, ich habe mir gedacht, ein Part mache ich heute noch, und aber das ist der letzte. Aber ich habe so Bock auf das Spiel. Das macht einfach so Spaß, das ist so süchtig machend, das ist grausam. Okay, wo sind wir hier? Ich glaube, dadurch, dass wir... Nee, kommen wir erst mit Double Jump hier hin? Anscheinend. Okay. Aber weil es so mitten im Level ist, dachte ich, es wäre eigentlich die erste gewesen. Wir hätten uns nur verlaufen sozusagen. Okay. Ich weiß noch nicht, wo es hingeflogen ist. Wunderschön. Die Dinger halten das ab. Das ist gut zu wissen. Für nachher wieder rauszukommen. Außerdem brauche ich ein bisschen Energie. Sehr schön. Sind hier noch ein paar, die ich töten könnte, einfach so? Nee, schade. Ja, für so ein bisschen Energie, wisst ihr einfach. Hallo? Hallo? Was? Hallo? Oh, okay. Das Schöne ist, Umu! Können wir nicht wehtun. Das Ding ist unbesiegbar. Jetzt verfolgt es uns mit seinen Energiedingern. Wir können Omu... Warum, Matune? Genau, und jetzt können wir ihm schaden. Aber jetzt pustet es sich wieder auf. Ja, so läuft's so gut. Machst du das Ding jetzt am Arsch? Geht doch. Ja! Lol! Ah, ich hatte gar nicht genug Energie, ich Idiot! Au. Au, au, au. Ja, das war jetzt nicht so schlau von mir gewesen, aber... Was jetzt? Oh, da dreht er sich in die andere Richtung, der Trottel. Seruna Serake. Ja, das ist gar nicht so schwer. Ja, ich konzentriere mich jetzt ein bisschen, weil ich den Boss nicht auch dreimal machen will. Geht doch. Haha! Haha! Easy! Lemon squeezy! Easy, easy! Danke, Kumpel! Kriegen wir hier nichts für? Hallo? Hallo? Nichts geschenkt? Ist ja doof. Okay. Können wir nämlich hier erstmal rein und uns den ganzen Shit angucken. Aber es ist einfach nur eine Fabrik oder so. Ein Tank voll aufgeladener Lungenfliegen. So, damit haben wir das auch für das Jägerportal. Von Fehlen über Überflussschale außen oder innen Platz innen fehlen nur eure lebenflüssige Substanz. O Gewebe fehlen innen Schale halten. Alles klar. Easy. Da kann man viel mit anfangen. Jetzt will ich aber erst ganz kurz auf diese Seite schauen, ob ich hier noch irgendwas finde.
Königliches wuchs aus der Fluss. Oh, Asha. Blablabla. Das ist so einfach nur dahingesülze. Das hat nichts mit dem Spiel zu tun. Achso. Stup. Bam. Hey, hallo? Wo komme ich nicht rein? Bett? Muss ich irgendwas machen? Hä? Was muss ich ja machen? Was will er jetzt von mir haben? Habe ich alles kaputt gemacht? Hier habe ich alles gelesen und kaputt gemacht. Hier habe ich alles kaputt gemacht. Okay. Habe ich irgendwas vergessen? Muss ich wirklich alles kaputt machen? Ich hab doch alles kaputt gemacht. Ja, das habe ich betrachtet. Hab ich auch betrachtet. Hä? Ja, aber der Typ fehlt doch. Etwas glüht in dem Behälter. Ah, jetzt bist du da. Rief sie also auch nach dir? Mir wird klar, dass unsere gemeinsame Ankunft kein Zufall ist. Obwohl ein großer Teil meiner Erinnerung fehlt, kann ich mich an diesen Ort erinnern. In diesen Räumen versuchte die Gelehrte, das Wissen des Königreichs zu lagern. Und in ihrem Zentrum lagerte sie sich selbst. Um Highlandnest zu retten, wurde die Gelehrte willentlich selbst zu einem Siegel, aber sie ordnete zusätzlichen Schutz für sich selbst an. Ich kann mich zwar nicht daran erinnern, aber ich habe dabei eine Rolle gespielt. Sie rief mich jetzt hierher, um diesen Schutz aufzuheben. Alles nur, um dir zu helfen. Genau, weil er hatte die ganze Zeit ihre Maske. Und damit ihr Gesicht. Und jetzt können wir uns endlich in ihre Träume teleportieren. Oder in ihre Träume reisen, sozusagen. Und sie aufschlürfen. Kann man eigentlich echt nicht mit denen reden? Nee, Mann. Einfach kaputt hauen. Und wenn es stirbt, einfach einsaugen. Ich dachte, die erzählen einem noch was, aber erst nachdem wir die eingesaugt haben anscheinend. Also von daher. Ding! Ja, so sieht's aus. Alles im Arsch. Und das zweite Siegel ist gebrochen. Achso, ich war zuerst beim dritten Siegel. Ja gut, okay, ich habe mich ein bisschen in der Reihenfolge vertan, wie es aussieht. Aber es wäre, glaube ich, nicht schlimm gewesen, hätten wir das jetzt per Zufall schon geschafft. Das Leben der Dame erlischt und mir mit ihr bricht das Siegel. Es ist schwer, was du versuchst, aber ich habe deine Tapferkeit aus nächster Nähe gesehen und auch sie hielt dich für fähig. Mach dich also auf den Weg und lasse mich noch etwas ausruhen. Jetzt, wo ich die Tat vollbracht ist, spüre ich mein Alter. Alles klar. Das heißt, wir gehen wieder nach Hause. Hoch. Jetzt müssen wir den ganzen Scheißweg wieder nach oben laufen. Alles andere wäre auch langweilig. Natürlich sind auch noch alle Mobs da. Das wäre sonst auch wieder langweilig. Ja, so ist das Leben. Haben wir das auch geschafft. Gehen wir nochmal ganz kurz hier oben auf der Bank. Stup. Und dann können wir auch abzischen. Nee, Pfeiler.
Ich wollte gerade da rausgehen. Einfach nur grünes Licht, ich gehe raus. Tschö. So, dann haben wir das nämlich auch. Das Lehrarchiv. Was war denn das da? Oh, hier links geht's ja noch weiter, ne? Moment. Das schauen wir uns aber kurz an hier. Das schauen wir uns aber jetzt kurz an. War das der falsche Knopf, aber ist erstmal egal. Und zwar hier links. Ich wollte eigentlich wieder hoch ausweichen, aber hey. Manchmal will das Spiel echt nicht. Also, manchmal ist es echt einfach Pech, ne? Das ist ja... Moment mal. Ich wollte gerade sagen, ich kann doch hier einfach hoch. Oh, hier geht's nicht weiter. Das erklärt so einiges. Okay. Was ist hier? Bitte? Oho! Ach, die Gärten der Königin. Wieder ganz neue Gebiete hier. Wieder ganz neue Gebiete hier. Ja, schön. Freut mich. Wieder ein ranziges Ei. Ich brauche kein Schwein, aber... Wie gesagt, wir sind wieder bei haben und nicht haben, ne? So, wo sind wir denn jetzt hier? Jetzt sind wir wieder in einem ganz neuen Gebiet. Okay. Ja, die Frage ist, will ich hier sein, ne? Ach, hey! Ah, winziger Krieger, du kommst also auch, um deine Kräfte an dem abtrünnigen Stamm zu messen. Ein tödliches Pakt, das ist in dieser Lichtung lebt. Einst hätte ich mich von ihnen ferngehalten, doch hast du mir die Wahrheit gezeigt. Wir müssen unseren Ängsten stellen, sonst werden wir von ihnen in die Knie gezwungen. Falls wir es beide schaffen, können wir die Geschichte unserer Abenteurer austauschen. Das würde mich freuen. Schön für dich. Das freut mich ungemein. Besonders, weil diese Viecher hier stark sind. Ja, das war jetzt nicht so der eindrucksvollste Beweis davon, aber die sind wirklich stark. Ich glaube... Ey, jetzt beweisen sie es aber echt nicht, ne? Weil eigentlich haben die so ein... Dann schmeißen die ihre Scheren durch die Gegend. Das macht schon viel Schaden. Und ist eine relativ doofe Attacke. Also auszuweichen doof. Aber irgendwie zerstöre ich sie gerade zu schnell. Also, hey. Finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Ja, okay, alles klar. Ja, die Attacke meine ich. Ja, gut. Ja, gut. Okay. Das war jetzt auch wieder nicht so schwer. Irgendwie spiele ich gerade wieder gut. man munkelt. Ich spiele gerade wieder gut. Conifer? Alter, Conifer, kannst du nicht einfach an normale Orte gehen? Hast du schon einmal das von Highland-Nests-Königin gehört? Das heißt, die Gärten werden früher ihr Rückzugsort. Jetzt krabbeln Wilde darin herum und die Pflanzen überwachen alles. So ungastlich es auch sein mag. Ich habe meine Aufenthalte hier genossen. Willst du meine Arbeit sehen? 150, her damit. Was ist hier? Was ist... Oh. Ja. Erstmal ausruhen. Hier ist aber sonst nichts. Was war das denn hier für eine Seele? Zuhören. Ist dieser Ort nicht faszinierend? Kalif und Fero Ortop. So viel zu entdecken. Wir wollen uns jeden Augenblick auf den Weg machen. Doch scheinen wir uns nicht auf die richtige Richtung zu einigen. Das hat zu einem rechten Streit zwischen uns geführt. Wir sollten wirklich aufhören, wegen solcher Kleinigkeiten zu zanken. Ihr schafft das schon. Ich vertraue euch. Ihr werdet den richtigen Weg einschlagen. Nein, nein, oh nein. Ich wollte erst jetzt hier lang. Och, Conifer, wir haben es verstanden. Okay, hier geht's nur wieder runter. Also, ich wundere, dass hier gar keine Monster sind. Vielleicht sollte ich das nicht zu laut sagen. So, damit haben wir das auch. Jetzt können wir hier unten lang.
genau hier lang. Ach so, hier dürfen wir noch gar nicht lang. Ein bisschen daneben ist auch vorbei. Oh Gott! Ich hätte einfach drüber springen können, ne? Arschloch. So, haben wir das auch geklärt. Ja, alles klar. Danke. Oh, komm schon, Alter. Geht doch. Na, jetzt ist die Tür offen. Ha! Sehr schön. So tief wollte ich jetzt auch nicht direkt. Ich will mich ja erstmal hier in Ruhe umgucken. Wohin wollte ich jetzt eigentlich? Ach, ich bin schon hier. Ich bin richtig. Alles klar. Das war auch nicht wie geplant, aber hey. Okay, explodiert nicht. Das ist gut. Ja, das ist jetzt besonders toll. Ich möchte mich bitte heilen. Einmal bitte Energie. Ach du, das war gar nicht voll. Ja, natürlich nicht. Okay, da unten war wieder ein Baum. Okay, hier geht's noch rein. Haben wir denn hier Schönes? Alles klar! Okay, cool! Schön. LOL! Okay, so stark sind die gar nicht. Ich habe jetzt gedacht, die sind viel. Ah, der Schlüssel der Liebe. Tschö! Oh Gott, bitte lass nicht noch einen kommen. Tschö. Oh Gott. Warum bin ich nicht einfach gegangen? Ich hätte einfach direkt gehen sollen. Oh, noch ein Hit und ich bin down, ey. Oh, jetzt habe ich richtig Schiss. So. Energie. Energie, Energie, Energie. Keine Energie. Oh, fuck. Oh, fuck. Ach, sehr schön. Komm her. Gib, gib, gib. Wo geht's hier hin? Hallo? Der Leichnam eines Moosstreuners, den der die Krankheit verzehrt hat. Der Leichnam eines Moosstreuners, den die Krankheit verzehrt. Okay. Ach ja, hier war ja das. Alter, habe ich mich erschrocken. Ich habe richtig zusammengezuckt. Ich will nicht mit euch spielen. Jetzt bin ich nämlich genau hier, wo ich nicht hin will. Und das wird auch zu knapp für den Park, glaube ich. Aber wir machen trotzdem mal. Ich versuche mal von hier aus wieder hochzukommen. Ja, klar. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Alles klar. Alles easy peasy. Okay. Okay, alles klar. Das ist jetzt richtig schlecht. Okay, okay, das war okay. Das ist noch besser. Oh, ey, das gibt es nicht. Du dreckelige Pisskacke. Da, da! Ja. So, ja, nö, ist mir egal. Ich hole meine Seele nicht. Wofür denn?
Brauche ich nicht. Keiner braucht seine Seele. Das ist ein bisschen Geld. Hey, komm. Ich gehe irgendwann anders nochmal neu sammeln. Ich weiß nicht, wie viel ich hatte. Ich will auf jeden Fall nicht verkaufen, das weiß ich. Könntest du ein Stück näher kommen, bitte? Arsch. So, jetzt will ich aber erstmal nach... Also ich muss weiter nach unten und dann nach links. Okay. Ja, genau, hier nach rechts und dann nach unten, unten links. Okay. Alles klar. Hier ist nichts, schade. Aber hier geht's weiter. Okay. Alter, du Drecks... Du Dämliches! Kannst du bitte da oben rauskommen, Junge? Nee, kannst du nicht? Schön. Freut mich für dich. Oh, geht doch. Lol. Was? Warum springt der denn nicht? Wie auf einmal kein Doppelsprung mehr hat. Alter, ich sterbe hier. Ich werde hier krepieren. Ja, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Ja, alles klar, ich bin weg, Joe. Nee, wenn er nicht angreifen möchte, dann... ich möchte ihn ja nicht zwingen. Ne? Ja, natürlich. Okay, gehen wir nochmal kurz zurück. Dann gucken... Ah, hier, da ist eine Bank. Alles klar. Okay, dann gucken wir erstmal nochmal hier. Okay, da ist irgendwo... einer zum Reiten. Toll. Oh mein Gott, Alter. Jetzt habe ich keine Kackenergie mehr. Das Vieh ist direkt hier so. Okay. Natürlich bin ich nicht unantastbar. Wofür sollte das auch der Grund sein, ne? Also, normalerweise ist man ja, wenn man die Dinger benutzt, für so eine Zeit unantastbar, aber diesmal nicht. Diesmal nicht. Verstehe ich ja auch total. So, wir haben ein bisschen Energie. Oh, dreh dich doch nicht immer weg. Ach, leck mich. Weißt du was? Komm, leck mich. Ich bin weg. Den Scheiß könnt ihr ohne mich machen. Nö, nö. Ich hab keinen Bock. Vergiss es einfach. Natürlich treffe ich dich nicht. Wofür auch? Komm her, Geist. Ich hab keinen Bock mehr. Ich will nach Hause. So. Was haben wir denn hier? Ah, Leute, Alter. Das ist so... Manchmal denkt man sich so... Oh, Gott. Gehen die mir alle auf die Klöten. Oh, das Symbol einer Bank. Gut, dann sammeln wir noch ganz kurz 150 Geo. Hallo? Hallo. Also hier könnte eine Bank sein, aber nicht für Basti. Ja, gut. Was? Ja, da sind wieder diese Augenblicke, wo man sich denkt, warum trifft mich das? Ich verstehe es nicht. Gut, ich sehe auch nichts. Jetzt vielleicht? Nö. Okay.
Jetzt habe ich hier nur 50 Geo zusammen. Ich bin am überlegen, ob ich direkt wieder nach oben gehe. Ich glaube, das tue ich auch. Hol mir kurz die Bank und dann beenden wir auch den Part. Ja, weil der Weg hier ist auch nicht so schwer jetzt zu gehen. Oh. So, kurz die 150 Geo. Und da einschmeißen und dann war's das für heute, Leute. Ich bin durch. Ich bin raus. Ja, bitte. Ja, mit der Bank. Stup. Hinsetzen. Oh, jetzt kommt noch schöne Musik. Wunderbar. Ach, wir haben noch 3 freie Slots. Fällt mir gerade auf. Ja. Nee, das nervt mich jetzt schon. Nee, das nervt mich jetzt schon. Nee, kannst du vergessen. Brauch ich nicht. Das nervt. Was kostet denn sonst noch 3? Wir hätten sonst noch den schnellen Hieb. Oder Zauberbändiger. Reduziert die Seelenkosten von Zaubern. Ich glaube, ich nehme den Seelenfresser. Bin ich jetzt eins drüber? Ist der nicht. Ah, nee, nicht der Seelenfresser. Ich wollte den Schamanenstein haben. Genau. Genau, damit machen wir nämlich mehr Schaden mit Zaubern. Sehr schön. Gut, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Part. Haut rein. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es gefällt euch auch, wenn ich übertriebenst Rage quitte. Aber dafür ist das Spiel da, ne? Man Rage quitte bis zum geht nicht mehr. Und wenn man es dann endlich schafft, dann ist die Freude umso größer. Ich glaube, das ist gerade das, was am Spiel so geil ist. Es ist halt so. Also haut rein, danke fürs Zusehen und tschüss.